Seit dem Spatenstich im Mai 2017 hat sich einiges getan auf einer der größten Baustellen in der Region. Die gigantische Baugrube auf dem 4 Hektar Grundstück ist verschwunden. Mittlerweile erheben sich 5 riesige Gebäudekomplexe auf dem Gelände der Lidl-Baustelle am westlichen Rand der Kurstadt Bad Wimpfen. Ein Projekt von beachtlicher Dimension, sowohl aus der Entfernung als auch aus der Nähe, an dem derzeit 380 Menschen vor Ort arbeiten. In der vorherigen Folge unserer Von-Oben-Serie haben wir uns mit den Anfängen des Neubaus beschäftigt. Vor 2,5 Jahren ging es noch vor allem um das große Loch im Boden. 450.000 Kubikmeter Erde wurden ausgehoben und Laster für Laster abtransportiert. Mit dieser Menge Erde könnte man den Kühlturm des ENBW-Kraftwerks bis zur Hälfte auffüllen. Bis heute erhebt sich am Rand der Baustelle ein mal wachsender, mal schrumpfender Berg aus Erde, die für Verfüllungen genutzt wird. Besonders auffällig sind die Formen und die Architektur des Neubaus. Die Grundrisse der Gebäude bilden verschiedenförmige Vielecke und sind teilweise terrassenförmig gestaltet. Die Dächer der Hochhäuser werden nach der Fertigstellung begrünt. Der höchste Punkt der neuen Lidl-Zentrale liegt bei 22 Metern. Gleichzeitig reicht der Gebäudekomplex bis zu 18 Meter tief in die Erde. Bis zur höchsten Stelle auf dem Dach ergibt das eine Gesamthöhe von 40 Metern. Unter der Erde sind alle 5 Gebäude über Tunnel miteinander verbunden. Dort befinden sich auch die Technikzentrale und sämtliche Parkplätze für Mitarbeiter und Besucher. Von außen betrachtet haben die Gebäude keine Mauern, sondern sind rundherum von Glas umgeben. 21.000 Quadratmeter Glas sind dafür verbaut worden. Größtenteils kommt eine energiesparende Dreifach-Sonnenschutz-Isolierverglasung zum Einsatz. Damit bis die ersten Mitarbeiter einziehen, auch das Areal um die Gebäude gut aussieht, sollen im Frühjahr die Arbeiten an den Außenanlagen beginnen. Auch die Anbindung an die beiden Kreisverkehre am Ortsrand des Grundstücks wird bereits vorbereitet. Derzeit fahren insgesamt 14.000 Fahrzeuge pro Tag auf den beiden Landesstraßen im Norden und im Süden an der Baustelle vorbei. 9.000 sind es im Norden und 5.000 im Süden. Das Thema Straßenverkehr beschäftigt nicht nur Nachbarn, sondern auch viele andere im Kurort. Denn dass die Zahl der Fahrzeuge auf Wimpferner Straßen durch den Mitarbeitergroßumzug von Neckarsulm nach Bad Wimpfen anwächst, bezweifelt kaum jemand. Vor allem der Berufsverkehr morgens und abends dürfte anwachsen, wenn die 1.500 Mitarbeiter im Januar 2021 ihre Arbeit in den neuen Gebäuden beginnen. Das sind mehr Menschen, als in den umliegenden Wohngebieten zusammen wohnen. Wie die Gebäude nach Abschluss der Arbeiten von innen und außen aussehen, können wir hoffentlich im Frühjahr zeigen.